Servus und Salam, mein Name ist Jörg Balnus, ich bin wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Islamische Theologie. Wir befinden uns jetzt gerade in einer internen Klausurtagung, wo es über verschiedene Fragen gibt, die uns am Institut so beschäftigen. Eine davon beschäftigt Sie vielleicht auch jetzt in der Zeit in der Schule. Vielleicht haben Sie jetzt auch schon die letzten Prüfungen hinter sich und überlegen, was kann nach dem Abi kommen und ja, warum bleiben Sie nicht in der Schule? Ist doch eine tolle Sache. Also, und werden einfach Lehrer. Lehrer für islamischen Religionsunterricht. Wir brauchen viele Lehrerinnen und Lehrer für dieses Fach, weil das Fach ist A, neu, aber zweitens haben wir auch viele muslimische Schülerinnen und Schüler in der Schule, die auf super coole Lehrer warten. Und das könnte ja auch für Sie von Interesse sein. Vielleicht kurz zu dem Fach noch ein bisschen. Wenn Sie Lehrerin oder Lehrer werden wollen, dann studieren Sie in der Regel mal zwei Fächer. Das heißt, dann islamische Religion und oder Sport, Mathematik, Musik, Physik, Biologie, all das, was das Lehrerherz begehrt. Was sind jetzt so die Benefits dieser Studienrichtung, dieses Berufs? Einerseits können Sie die eigene Religion viel besser dadurch kennenlernen. Das heißt, Sie können Dinge, die Sie ja auch schon kennen und vielleicht da und dort durch berühmte YouTuber oder wie auch immer oder durch die Datteltäter zum Beispiel erfahren haben, auch selber einordnen. Das heißt, Sie dringen tiefer in diese ganze Materie ein, lernen die eigene Religion besser kennen und können das auch wieder weitergeben an die Kids, die in den Schulen auf Sie warten. Und ich denke, das könnte doch eine ganz gute Sache sein für Sie. Und Sie wissen dann eben auch schon viel mehr, als Sie jetzt selber über diese Fragen wissen, weil es gibt immer wieder Fragen, Themen über den Islam, aber eben auch Vorurteile der anderen uns gegenüber als muslimischer Community. Diese Vorurteile, die sterben ja nie aus. Und dann dazu beitragen zu können, eben die Kids zu begleiten bei ihren Fragen und auch zu sehen, wie sie sich entwickeln in ihren eigenen Anfragen, in ihrem eigenen Verständnis der eigenen Religion. Ich finde, das ist doch echt ein toller Job, wenn man das ein Stück weit mitbegleiten kann. Und in der Regel hat man ja die Schüler ein paar Jahre an der Schule und dann kommt die nächste Generation und so weiter und so fort. Und ja, vielleicht ist es ja eine Idee. Wenn Sie Interesse und Lust haben, Lehrerin oder Lehrer zu werden, gucken Sie einfach bei uns auf die Homepage. Da finden Sie alle wichtigen Informationen. Es gibt immer wieder auch Infoveranstaltungen zu diesem Thema. Sie können uns aber auch anrufen und einfach mal Fragen stellen, wenn Sie die noch haben. Und wie gesagt, das zweite Fach wird sich sicherlich auch finden. Da gibt es jede Menge bei uns an der Uni. Und Osnabrück ist eine schöne Stadt, tolle Umgebung und lohnt sich, nach Osnabrück zu kommen.